Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. So, letzte Part war doch eine richtige Katastrophe, weil einfach so viel in die Hose gegangen ist. So, okay, wir müssen mal schauen. Es gibt ja scheinbar noch mehrere Nebenquests für uns. Jetzt hier raus. Ja, das ist die falsche Richtung, oder? Ja. Hat schon gestimmt. Hier geht's raus. Mit wem müssen wir hier reden? Mit Sam? Aber kein Grund, sich zu stressen. Ich würde den gern verwenden. Hey. Einsteigen. Ah, okay. Na, blöd, dass man hier so wenig sieht. Gut, dann gehen wir halt mal dorthin. Müssen wir jetzt rumschauen, wo wir genau hin müssen. Gehen wir nach Hause? Ja. Hier in der Kirche. Ach so, wir sollen zurück zum Racheengel, zu. Wer ist die Muriel? Oder so. Na, Mirai. Sollen wir ihr berichten, dass wir alles haben? Scheinbar. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. Ja. In der Nähe der eingestürzten Schnellstraße wurde angeblich eine auffällige Tür gesehen. Übrigens, eine Tür mit Corneos Emblem habe ich auch in der Nähe meines Verstecks gesehen. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation... Ja, wir haben... Ja. Hä? Ach so, nee, stimmt, in der Kanalisation gibt es ja noch irgendwo was. Glaube ich, oder nicht? Vielleicht täusche ich mich auch, keine Ahnung. Also offensichtlich gibt es noch in der Kanalisation was. Aber das bei ihrem Versteck und bei der eingestürzten Schnellstraße haben wir ja. Bleibt nur die Kanalisation übrig. Also wieder zurück runter in die Kanalisation und hoffen, dass es diesmal nicht crasht. Ah, es geht hier sogar hinunter. Aber wo? Hä? Was soll das sein? Dadurch. Die Tür war mal verschlossen. Gibt's hier jetzt dann noch irgendwo was? Die Karte deckt sich jetzt erst so halbwegs auf, langsam.
kommen wir sonst nirgends hin. Also da hinten zum Beispiel, da werden wir gar nicht mehr hinkommen. Haben wir gar keine Möglichkeit. Hier drüber jumpen und so geht nicht. Oder hängen wir in dieser Mission jetzt einfach fest? Das ist natürlich auch möglich. Ja, warte mal, hier können wir gar nicht hin. Hier geht's gar nicht weiter. Und auch hier in die anderen. Oh, wir haben zum restlichen Kanal scheinbar gar keinen Zutritt mehr. Blöd, weil wir damit nämlich nicht mehr überall hinkommen, wo wir eigentlich vorher mal hinkonnten. Und damit muss man sagen, okay, im Kanal ist dann wohl auch nichts mehr. Es sei denn, es gibt noch einen anderen Weg in eine andere Stelle vom Kanal. Aber eben genau hier war das doch. Hier sind wir mal hin und da ging es halt nicht weiter. Deswegen... Ich fürchte, da werden wir jetzt Pech haben. Also ich weiß nicht, wie es mit der Quest weitergeht. Ich bin bereit. Eingestürzt. Also all die Wege, die wir hatten, wie wir das erste Mal hier waren, sind jetzt versperrt. Sind ein gutes Team, Barrett. Ist er denn ausgewichen? Wie einen trotzdem trifft er einfach, Mann. Achso, gut, woanders geht's wahrscheinlich auch nicht hin. Nö. Also wir sind einfach wieder hier. So, muss einen kleinen Cut machen auch noch. Oh Mann, jetzt wieder hier.
gehen. Also wir gehen wirklich den kompletten Weg zurück. Gut, dass wir jederzeit raus können aus dem Kanal, weil sonst müssen wir wieder in die andere Richtung rennen die ganze Zeit. Ja, aber Leute, hier ist nichts mehr. Ich meine, jetzt sind wir hier. Und das war's. Das hier war auch genau der Weg, den wir beim letzten Mal schon genommen haben. Hier geht's nur wieder nach draußen. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Cloud hat eins von Donkoniers Verstecken gefunden, aber es dürften noch nicht alle gewesen. Ich versuche auch den Rest zu finden. Ja, scheiße. Also im Kanal ist aber nichts mehr. Wir haben jetzt alles vom Kanal durch, was geht. Woanders, also hier drüben und so, kommen wir nicht mehr hin. Das war's. Mehr ist nichts. Oh mein Gott, der Bossgelände ist ja hier nicht mehr drauf, aber... Oh, oh, oh. Gehst nicht mehr hin. Ja, mehr ist nichts. Wir haben hier einen Bug. Wir haben hier einen fucking Bug. Scheiße. Und das Schlimmste ist, er zeigt einen jetzt nicht einmal mehr an, genau welche Verstecke wir dann haben. Das macht das Ganze noch umso schlimmer. Er sagt nicht, ja hey, das Versteck im Kanal hast du gefunden. Aber es muss im Kanal sein. Da gibt es noch irgendwo einen anderen Eingang in die Kanalisation. Warum würde da noch Mirel da angezeigt werden? Das ist ja auch ein bisschen komisch. Warum wird sie als Ziel angezeigt für diese Quest? Oder ist es nur, damit man halt weiß, wo sie ist immer? Für den Fall, dass man eben nicht weiterkommt, so wie jetzt. Ich meine, eins muss man sagen, wir haben im Kanal keine Tür gefunden, die verschlossen war, wo wir rein könnten, extra. Wir haben zwei Türen gehabt, die verschlossen waren irgendwann, aber es jetzt nicht mehr waren, wie wir dort waren. Die waren schon offen. Das lässt mich halt glauben, dass es im Kanal noch irgendwas geben muss. Das Problem ist nur, es muss einen anderen Eingang dann zum Kanal auch geben. Kanalisation. Da waren wir schon. Und auch hier gibt es einen Weg in die Kanalisation. Aber es muss noch woanders reingehen. Scheiße. Das ist jetzt echt ungut. Das ist jetzt richtig ungut. Hey, da hinten liegt noch was. Oh, jede Menge Money. Angeblich ist Corneo verschwunden. Ja, nicht nur angeblich. Fuck. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Yay, und das ist genau was. Wäre cool, wenn da irgendwie stehen wird, was das Neue eigentlich ist.
freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampf. Achso, das ist das Honigtöpfchen. Naja gut, Leslie hat uns einen Tipp gegeben wegen Anjan. Vielleicht müssen wir zu ihm. Aber offensichtlich nicht, okay. Willkommen zurück, Cloud. Bist du Stammkunde? Ist Anjan zu sprechen? Leider nicht. Er ist gerade beim Training im Sportclub. Aber Cloud, Sie wären nicht zufällig für einen Auftritt heute Abend verfügbar? Nein. Okay, im Sportstudio. Aber vielleicht ist das ein Hinweis von Leslie, dass wir mal zu Anjan gehen sollen. Was ist hier? Oh. Außergewöhnliche Frau. Das sehe ich doch von hier. Deine Muskeln. Wohl proportioniert und in perfekter Balance. Dein Geist im Einklang mit deinem Körper. Du musst einen fähigen Lehrer gehabt haben. Aber gerade scheinst du mir etwas angespannt zu sein. Dich plagen Zweifel. Tifa? Hey, du. Tifa, richtig? Anjan hört eh nicht auf. Willst du dich mit ihm messen? Kann nicht schaden. Manchmal ist es sogar ganz befreiend, sich so richtig auszupowern. Überleg's dir! Von mir aus gerne. Eieiei. Na komm. Da bist du ja. Fangen wir an. Klimmzüge, du gegen mich. Ach hey. Das ist nicht ganz, was wir eigentlich im Sinn hatten. Darf ich bitten, Mademoiselle? Ach, herrje. Das sieht gut aus. Jetzt den Schlag machen. Form vollendet. Weiter so. Scheiße, das war zu früh. Jetzt ich schlapp machen. Oh oh. Scheiße, Zack wartet. Beeil dich, Tifa! Danke. Das habe ich gebraucht. Was denn? Gleichstand ist doch eh gut. The fuck? Erst im Angesicht der Niederlage zeigt sich der Charakter eines Menschen. Gibst du auf? Oder trittst du noch einmal an? Dann treten wir noch mal an. Fangen wir an. Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Warte so. Was?
So, jetzt ist der Part auch schon zu Ende und das, das Problem ist, dass mich das leicht irritiert und die Uhr am Handgelenk vibriert. Das war falsch, genau. Und jetzt werden wir wahrscheinlich verlieren, weil das dauert eine Ewigkeit, bis sie wieder oben hängt. Die Seite sieht gleich aus. Boah, geschafft. Das ist echt schwierig. Gratulation. Ich muss mich geschlagen geben. Tiefer. Ich habe gewonnen? Durch unser kleines Duell scheint sich deine Anspannung gelöst zu haben. Und auch ich habe neue Kraft geschafft. Danke. Heute werde ich in absoluter Bestform auf die Bühne treten können. Ich hab zu danken. Ich fühle mich wirklich befreit. Hier, ein kleines Andenken. Wer weiß, vielleicht stehen wir ja bald im Honigtöpfchen zusammen auf der Bühne. Ja, das ist eigentlich nicht so, worauf wir aus waren, aber okay. Aber gut, das ist zumindest auch einer der Aufträge, die noch gefehlt haben. Es fehlen ja immer noch zwei. Alter. Wo sind die denn? Hier ist gerade zu. Ja gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!